Diese Lektion beschäftigt sich mit der Rolle von digitalen Algorithmen im Verhältnis zum Demokratieverständnis. Das erste Video dieser Lektion stammt aus der Vortragsreihe Making Sense of the Digital Society des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin. Louisa Moore ist Professorin für Geographie an der Durham University in Großbritannien und forscht und lehrt in den Feldern globale Geopolitik und Sicherheit. In ihrem Vortrag bringt Professorin Louisa Moore das folgende Argument. Sie sagt, Algorithmen werden immer programmiert und im Zuge dieser Programmierung entstehen Parameter. Aus diesen Parametern definieren sich in weiterer Folge sogenannte Beurteilungsspielräume. Und das Argument, das Louisa Moore bringt, ist, dass genau diese Beurteilungsspielräume, die durch Algorithmen definiert werden, in weiterer Folge sehr, sehr stark unser Leben und unsere Lebenschancen beeinflussen. Was sind diese Beurteilungsspielräume denn ganz genau? Und was konstituiert sie? Wie generiert sich ein Algorithmus sein Ziel? Denken und diskutieren Sie gerne mit, welche Rolle Algorithmen für unser Demokratieverständnis einnehmen. Das Zielergebnis Algorithmus kann fast alles sein. Lassen Sie uns an eine Debatte denken, die uns alle bekannt sein dürfte, nämlich als die Firma Cambridge Analytica maschinelles Lernen eingesetzt hatte, um Wähler beim Brexit-Referendum zu erreichen oder bei den US-Präsidentschaftswahlen. Hier ging es darum, Menschen anzusprechen, die noch unentschlossen waren oder überzeugt werden konnten. Und das ist für mich das Wichtigste hier. Ein Cluster kam zum Einsatz, um eine bestimmte Gruppe zu erreichen, um die Erreichbarkeit dieser Gruppe zu prüfen, zum Beispiel für Rechtsaußenparteien, um sicherzustellen, dass Menschen erreicht werden, die noch überzeugt werden konnten. Und die nützlichsten Methoden zur Definierung dieser Cluster war in diesem Fall, das ist ganz interessant festzustellen, die Modeindustrie. Also die am besten entwickelten Modelle in dieser Hinsicht stammen aus der Modeindustrie, sprich Modemarketing. Hier gibt es sehr viele Leute offenbar, die noch nicht so ganz überzeugt sind, ob sie die eine oder die andere Modeentscheidung treffen. Und auf diesen Systemen basierte dieses Microtargeting von Cambridge Analytica in Bezug auf die Wahlen. Im letzteren Fall ging es natürlich darum, die Demokratie zu unterminieren, vielleicht um das Ergebnis des Brexit-Referendums im Voraus zu bestimmen. Es gäbe auch die Möglichkeit, über eine solche Art und Weise den Ausgang eines Gerichtsverfahrens zu beeinflussen. Aber für mich ist das Wichtigste dabei, dass die Verwendung eines solchen Algorithmus, nämlich die Rahmenbedingungen für solche Prozesse neu definiert. Jetzt widmen wir uns der Frage, wie ein Ziel generiert wird. Das würde ich jetzt etwas konkreter machen. Dazu möchte ich ein Beispiel aus meiner Feldforschung zu Algorithmen an der Grenze und bei der Einreisekontrolle erzählen. Eine der Algorithmenentwickler hatte mir beschreibt, wie sein Modell trainiert wird anhand der schon vorhandenen Grenz- und Ausländerbehörden-Daten. Er erzählte mir, er würde mit seinem Modell Neural Net Algorithm spielen erstmal, fein justieren, fein abstimmen und sein experimentelles Modell dann an den uniformierten Grenzbeamten herantragen und ihnen die Frage stellen, ob das Modell nützlich ist oder nicht. Also es geht nicht nur darum, dass ein solches System auf unterschiedlichen Daten basiert, die gut oder schlecht, richtig oder falsch sein können. Hier geht es auch darum, dass es einen gewissen Spielraum gibt, wie ich das nenne, zwischen dem Ergebnis, das ein Algorithmus erzeugt und dem Ergebnis, das gewollt ist von dem Anwender.
Die Frage hier ist, wie man die Lücke zwischen dem gewünschten und dem gezielten Ergebnis schließen kann. Und dazu gibt es die Möglichkeit, mit den Gewichtungen zu spielen, wie der Entwickler mir erzählt hatte. Also er stellte den Grenzbeamten die Frage, ob der Algorithmus nützlich sei oder nicht. Das ist die Frage, ob das Modell in deren Weltbild passt oder nicht. Also es geht nicht nur darum, eine richterliche Entscheidung zu beeinflussen oder die Entscheidung über eine Inhaftierung zu beeinflussen. Hier geht es für mich eher um den Spielraum, der der Entwickler hat bei der Feinjustierung der Algorithmen. Das ist eine Aneinanderreihung von Wahrscheinlichkeitsprognosen, die wir in Algorithmen haben. Aber das unterliegt auch den Entscheidungen der Programmierer und Nutzer. Man kann in diesen unterschiedlichen Schichten des Algorithmus die Gewichtung verschieben, um das Zielergebnis zu verändern. Also die algorithmische Entscheidung ist sehr bedingt, ist von vielen Faktoren abhängig und ist auch eine sehr fragile Sache. Eine algorithmische Entscheidung macht für die Betroffenen sehr viel aus, kann aber leicht modifiziert werden, indem die Gewichtungen hin und her geschoben werden. Also dieses Beispiel von der Entwicklung eines tiefen neuronalen Algorithmus enthält unterschiedliche Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeitsprognosen, Faktoren, die nicht mal der Entwickler gut verstehen kann. Das heißt, man hat mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Ergebnissen zu tun. Der Algorithmus entscheidet sich aber nur für ein Ergebnis, ein einzelnes Ergebnis. Also der Output eines Algorithmus liegt zwischen 0 und 1. Man reduziert die Vielfalt auf die Einfachkeit, auf ein einzelnes Ergebnis. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil in unseren Gesellschaften geht es in der öffentlichen Debatte zu Algorithmen eher darum, dass man Algorithmen umprogrammieren kann, dass man ungewollte Ergebnisse einfach herausfiltern könnte, zum Beispiel, wenn der Output diskriminierend wäre in aufgrund von Rasse oder Geschlecht, dass man die Regeln einfach verändern könnte, um den Output anzupassen. Aber diese Herangehensweise in unserer Debatte ist äußerst problematisch, denn die Algorithmen generieren Regeln auf Grundlage von unterschiedlichen Eventualitäten. Nehmen wir die Gesichtserkennung an, zum Beispiel am Bahnhof oder an der nationalen Grenze. Wenn es darum geht, dass wir innerhalb von 24 Stunden die Daten löschen wollen, das sind die Daten, die in den Algorithmus schon eingepflegt worden waren, bedeutet das nicht, dass der Algorithmus nicht mehr anhand dieser Daten modifiziert worden ist. Also das heißt, es bleiben Restspuren, es bleiben Überbleibsel, Restdaten von allem, was wir machen. Bei jedem Vorgang des Algorithmus, bei jedem Kontakt zu unserer Welt, bei jedem Einsetzen von Gesichtserkennungssoftware, zum Beispiel an einem Bahnhof oder an der Grenze oder in der Großstadt, werden die Bedingungen generiert dafür, wer oder was identifiziert werden kann, wer zur Zielscheibe gemacht werden kann. Was würde es bedeuten, also unsere Algorithmen zu kontrollieren oder Regeln dafür zu schaffen? Denn wie ich argumentiere, werden wir heutzutage von Algorithmen geregelt und werden die Rahmenbedingungen für unsere Entscheidungsfindung durch Algorithmen entsprechend verändert. In der Debatte ging es oft sehr darum, den Umfang der Algorithmen
zu beschränken. Im Mai 2018 haben zum Beispiel 3000 Mitarbeiter von Google einen offenen Brief unterschrieben an den eigenen Vorstand, in dem sie sich beschwert haben über die mutmaßlichen Missbrauch der Objekterkennungsalgorithmen als Waffe für militärische Zwecke. Das heißt, Mitarbeiter und schreiben einen Brief an Herrn Sundar von Google, wo behauptet wird, dass das Unternehmen nicht im Kriegsdienst sozusagen aktiv sein soll. Aber ich möchte argumentieren, dass man die Nutzung seiner Algorithmen nicht so begrenzen kann, wie es die Mitarbeiter von Google versucht haben, weil das Erreichen von bestimmten Zielen und Entscheidungen über andere Art und Weise, nämlich bei Algorithmen zur Sache, gehört. Das ist ein untrennbarer Teil der Gestaltung von Algorithmen. Es ist also sehr schwierig, eine Linie zu ziehen zwischen gut, Anerkennung von Tumoren, oder böse, Identifizierung von Aufständischen oder Verwendung von autonomen Waffen. Algorithmen generieren gerade Ideen darüber, wie das Gute aussieht. Manchmal wird es gewünscht, dass noch mehr Ziele generiert werden. Der heilige Gral des maschinellen Lernens ist es gerade, die Entscheidungslücke zu schließen, den menschlichen Analysten Ergebnisse in die Hand zu geben, die aus der Zifferensprache in Text, also in Worte, übersetzt werden können. Das heißt, das Leben der entscheidungsträgende Person, der Entscheidungsträger, der entscheidungstragenden Person zu vereinfachen.